Oh Mann, Julian, wir wollen nicht immer das spielen, was du spielen willst auf dem Tablet. Können wir nicht mal was anderes machen? Nö, das ist jetzt so. Oh, Julian, genau. Immer nur Obis, Obis, Obis. Können wir nicht die Barbie Traumvilla spielen? Oh Mann, Sarah, jetzt bist du aber total verrückt geworden, als ob ich hier bei Roblox irgendwas mit Barbie spiele. Ist klar. Wenn dann überhaupt Barbie entkommen. Hä, warum sollten wir denn Barbie entkommen? Ach, Julian, mach du dein Ding. Wir gehen jetzt rüber zu Hannah. Die will bestimmt was anderes mit uns spielen. Tschüss. Ja, tschüss. Dann geht doch einfach, obwohl ich euch eingeladen habe und Steve extra nicht. Ich dachte, wir spielen hier ein bisschen Roblox, aber jetzt geht doch. Dann geht aus meinem Zimmer. Ihr habt ja Zimmerverbot hier. Tut mir leid, Frau Vogel, aber Sie haben einen echt komischen Sohn. Das wollte ich Ihnen immer schon mal sagen. Das ist absolut nichts Neues. Julian, was ist denn schon wieder vorgefallen? Hast du deine Freunde vergrault? Julian, das kann doch wirklich nicht so angehen. Ich meine, du hast Besuch und der flüchtet jetzt gerade aus deinem Zimmer. Hast du irgendwas angestellt? Nein, also ich habe nur gesagt, dass wir das spielen, was ich will und nicht das, was die wollen. Ich meine, zumindest, die sind ja Besuch hier bei mir und ich nicht bei denen. Julian, am besten gehst du jetzt zu deinen Freunden rüber und entschuldigst dich. So habe ich dich nicht erzogen. Oh ja, ist ja gut, ist ja gut. Immer muss ich mich entschuldigen, aber vielleicht haben die den Fehler gemacht. Der Fehler ist, dass die Barbie und sowas lieben und Puppen. Das ist der große Fehler. Julian, ich sag's dir jetzt kein zweites Mal. Geh und entschuldige dich und hör auf rumzuspinnen. Also was hat das jetzt mit einer Spinne zu tun? Ich versteh's nicht. Ich hab doch hier keine acht Beine oder so. Na, ist ja egal. Ich entschuldige mich. Ist ja gut. Dann kann ich endlich wieder in Ruhe Roblox spielen. Ich wollte mich mal nur bei euch... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hey Julian, nur zur Info. Ab sofort sind Mia und Sarah meine Freunde. Die hast du jetzt abgetreten an mich. Ja, Julian, sie wollten mit Barbie spielen. Und das machen wir hier sowieso, weil du es ja nicht erlaubt hast. Oh Mann, Sarah, Mia, ist das jetzt echt euer Ernst? Ihr wollt jetzt wirklich mit denen spielen? Was ist denn mit mir? Ich hab euch doch... Bitte kommt vorbei. Wir können auch Minecraft spielen. Macht euch doch bestimmt auch Spaß. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Julian. Wir wollten Barbie spielen und das machen wir jetzt auch. Dann suchen wir uns eben hier neue Freunde im Hause Vogel. Ja, Julian, ganz genau. Ab sofort ist Emma meine beste Freundin und nicht mehr du. Ja, wisst ihr was? Dann ist es halt so. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Ich brauche euch nicht. Ich hab Steve, ich hab mein Tablet, ich hab das perfekte Leben. Den ganzen Tag Barbie und Puppen, das wird doch langweilig. Roblox und Minecraft den ganzen Tag, das ist viel cooler. Oh ja, Julian, komm, geh in dein Zimmer und heul leise. Nein, wenn ich heule, dann heule ich richtig laut so. Ist mir doch egal. Mann, jetzt sind mir und Sarah ab sofort wohl nicht meine Freunde, ist ja egal. Was macht... Mama, du hast hier was vergessen. Was macht dieses gelbe Ding hier? Also ist das... Das sieht aus wie so eine Plattform oder so. Mama, was passiert denn, wenn ich hier drauf gehe? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, oh, oh nein! So sah mein Zimmer eben nicht aus und das sieht hier alles so pink aus und so. Oh nein, ich bin doch... Bin ich jetzt ein Mädchen oder was? Aber irgendwie kommt mir das alles hier ziemlich bekannt vor. Das sieht doch... Ich kenne doch diese Figur und dieses Haus auch irgendwoher. Julian, Hilfe! Bitte befreie mich hier! Wir müssen hier rauskommen aus der Barbie-Traumvilla! Oh, ich wusste es doch! Das ist eine Barbie-Traumvilla! Ich wusste es! Ich werde dich retten! Ich hab doch gesagt, ihr sollt nicht mit Barbie spielen! Haha, ihr werdet hier nie rauskommen. Wir werden jeden Tag Barbie spielen. Was? Niemals jeden Tag Barbie? Nein, nein, wir werden entkommen. Vor Barbie. Ich werde dich retten. Keine Sorge. Ich komme... Wow, 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 warum ist das so heiß? Julian, sei bloß vorsichtig mit diesem Boden. Da stimmt irgendwas nicht mit. Haha, natürlich stimmt mit dem Boden irgendwas nicht. Der Boden ist Lava. Ich will nämlich, dass ihr niemals entkommt. Tja, dann schaffe ich die Barbie-Obi hier mit Leichtigkeit in echt, weil du hast ja hier ein paar Sachen aufgebaut, wo man drauf kann. Nicht ziemlich klug. So, hier rüber springen. Das ist eine Leichtigkeit für mich. Ich habe schon so viele Obis in letzter Zeit gemacht. Auch in echt. Dann geht es hier auf die... Wow, ist das... Das ist die Barbie-Toilette und... die stinkt. Und jetzt noch auf die riesen Couch da. Mia, ich bin gleich da. Dann sind wir hier raus aus der Obi. So, tap. Oh, das war mal eine sanfte Landung. Schönes Kissen. Oh, das gefällt mir bei Barbie. Aber trotzdem, wir wollen entkommen. Mia, da bin ich. Los, los. Am besten hier ganz schnell abhauen aus dieser Barbie-Obi. Wir müssen Barbie entkommen. Julian, ich glaube, wir müssen da auf dieses Ding. Dann kommen wir auf jeden Fall hier Ding? Frei. Ach, du meinst auf diese Plattform? Aber natürlich, klar. Wenn ihr denkt, dass ihr auf dieser Plattform entkommt, dann habt ihr euch vertan. Das Spiel ist längst nicht vorbei. Oh Mann, das war's, Barbie. Wir sind entkommen. Aber, warte mal. Das ist aber nicht mein Zimmer oder so. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sieht ja aus wie eine riesige Badewanne, oder? Ja, Julian, wir sind in einer Badewanne. Das ist das Badezimmer von Barbie. Na dann wollen wir auch hier ganz schnell entkommen. Das wird auch eine Leichtigkeit. Die hat wahrscheinlich wieder keine großen Hindernisse aufgebaut. Ich spring jetzt... Oh, oh, wo kommt denn dieser Hai auf einmal her? Tja, das ist mein Freund Bruno und er bewacht das Badezimmer. Ihr entkommt mir nicht. Ha, das denkst auch nur du. Das ist eine Obi und ich glaube, da herrschen so andere Regeln und Gesetze. Ich versuche einfach mal rüber zu springen. Vielleicht wird das so ein Supersprung wie bei Roblox. Tja, Bruno, es wird Zeit, dass ich einfach über deinen Maul springe. Okay, Julian. Denk dran, also das kann irgendwie nicht so ganz echt sein, wenn ein Hai im Badezimmer ist, oder doch? Ich spring jetzt einfach mal. Oh Mann,
es hat geklappt, es hat geklappt. Na, Bruno? Was ist jetzt? Mia, Mia, es klappt. Du kannst einfach überall springen. Du musst so richtig tief, also in die Hocke gehen und dann springen. So ein Supersprung und dann kannst du über Bruno springen. Der macht nichts. Der ist ganz lieb, glaube ich. Okay, Julian, aber du musst dich beeilen. Du musst die anderen auch noch befreien. Was? Welche anderen? Ich habe dich doch schon befreit. Julian, befrei uns. Hier, wir stecken hier im Aufzug fest. Schaffst du es bis hierhin? Also ich sag, Julian, der schafft das nicht. Aber nicht so laut, sonst ist er wieder mega sauer auf mich, wenn ich daran zweifle. Wie konntest du denn nur Bruno überwinden? Ich muss mir für euch irgendwas einfallen lassen. Tja, du kennst halt Julian Vogel nicht. Ich hab doch gesagt, Barbie, also mit Barbie spielen, das macht keinen Spaß. Und jetzt können sie es selbst sehen. Oh, toll, aber wie komme ich denn jetzt hier rüber? Das schaffe ich doch niemals, so einen Sprung. Und so einen Doppelsprung oder so einen Supersprung, den habe ich nicht mehr. Wobei, da unten ist ein Ventilator. Was, muss ich jetzt auf den Ventilator springen oder so? Das geht doch gar nicht. Also der funktioniert ja noch. Und wenn wir jetzt die Luft... Oh, Julian, versteh das doch. Du musst springen und diese Luft, dieser Ventilator, der wird dann dich nach oben fliegen lassen. Ich versuch's, okay. Oh, 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 es klappt, es klappt, es klappt. Und gelandet. Oh, diesmal war es aber nicht so weich. Emma, super Idee. Julian, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich trau mich das irgendwie nicht. Mia, mach dir doch keine Sorgen, das kriegst du hin. Einfach Richtung Ventilator springen und der schleudert dich dann nach oben. Wie so ein Schleudersitz ist das. Wow, Julian, du hast recht. Na, es hat doch geklappt. So, gleich sind wir endlich weg aus dieser Barbie-Traumvilla. Julian, was ist eigentlich, wenn ich dir jetzt sage, dass ich hier gar nicht weg will? Willst du mich dann trotzdem befreien? Kommt nicht in Frage. Ich will hier keine Minute länger bleiben, als ich muss. So, wir hauen jetzt ab. Julian, endlich. Los, wir fahren mit dem Aufzug nach unten und dann hauen wir ab. Wie hat er das nur geschafft? Also, er scheint ein echter Profi zu sein, wenn es ums Entkommen geht. So, und jetzt gibt's noch mal eine langweilige Aufzugsfahrt. Okay, jetzt habe ich was anderes erwartet bei Barbie, aber nun gut. Und dann sind wir weg. Da wäre ich mir nicht so sicher. Jetzt kommt noch die letzte Etappe. Ich habe hier noch ein paar Essenssachen von mir aufgestellt und am Ende ein Herzspiegelei. Na, das wird kein Problem sein. Los, Leute, wir müssen hier schnell weg. Da hinten ist noch eine Plattform und dann sind wir hoffentlich zu Hause. Julian, kannst du dich mal bitte beeilen? Runter das mit den Eiern, hier geht's noch weiter. Ja, weißt du, wie schwer das ist? Kannst du jetzt endlich mal dieses Kuscheln sein lassen? Wir müssen jetzt weiter, hallo. Ich kuschel doch nicht hier mit den Eiern, ich muss jetzt weiter. Oh, das ist aber ziemlich schwer. Also die Küche bei Barbie hat es echt in sich, muss ich sagen. Oh, jetzt auf diesen Popcorn. An diesen Herzspiegeleiern werdet ihr auf gar keinen Fall vorbeikommen. Oh Mann, wir müssen schon gegen die schlimmsten Spiegeleier der Welt kämpfen, und zwar die vom Papa. Weißt du, wie schlimm die eigentlich sind? Da ist das für mich eine Leichtigkeit. So, Leute, wir müssen jetzt mal entkommen. Ah, siehst du, Barbie, ich bin entkommen. Oder kommt noch was? Oh nein, wie habt ihr das nur geschafft? Hier zu entkommen war eigentlich unmöglich. Tja, dann hättest du dich nicht mit mir anlegen sollen. Mit Julian Vogel. Julian, steh doch auf. Julian, bist du da? Aber was ist mit dir denn los? Also warum hast du auf einmal Mama-Stimme? Also das kannst du ziemlich gut. Oh, und irgendwie tut jetzt mein Kopf auf einmal weh. Oh, wo kommen denn die Kopfschmerzen her? Wo bin ich? Ich bin ja noch zu Hause. Julian, als du gerade aus dem Zimmer von Hannah gehen wolltest, bist du hier über ihre Treppe gestolpert. Warst du gerade für ein paar Sekunden weg? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war bei Barbie im Haus und wir wollten da entkommen. Ich habe die anderen befreit, weil Barbie, ich glaube, die wollte die nicht mehr rauslassen. Okay, ich glaube, das reicht mir. Julian, ich glaube, du warst wirklich für ein paar Sekunden weg, aber so wie es aussieht, geht's dir wieder besser. War ich wirklich weg? Also, ich dachte, das wäre echt, das hat sich so echt angefühlt, aber mein Kopf brummt ganz schön. Julian, ist alles in Ordnung bei dir oder kann man dir irgendwie helfen? Mir helfen? Nein, ich habe euch geholfen. Also ihr wolltet vom Barbie entkommen. Ihr wart bei ihr in der Traumvilla und ihr wolltet da raus und ich habe euch geholfen. Julian, das kannst du mir glauben. Wenn wir bei Barbie in der Traumvilla wären, dann würden wir nie wieder rausgehen. Barbie ist so cool.